Der Rhein-Lahn-Kreis hat wirklich viel zu bieten. Nun, das haben wir Ihnen ja in knapp 200 Folgen Entdecke Rhein-Lahn gezeigt. Gerade die Lahn sorgt für Freizeitvergnügen pur. Sie lädt dazu ein, auf ihr zu paddeln, Motorboot zu fahren oder sie einfach zu genießen. Aber es geht auch anders. Wer in den Ferien gern sportlich auf dem Wasser unterwegs sein möchte, ist hier bei der Bootsvermietung und Kanuverleih Kreuz bestens aufgehoben. Das war heute eine Schlauchbootfahrt gewesen, weil die Kinder eben zu klein sind, um eigenständig Kanu zu fahren. Man darf es erst ab 12 Jahren, dass man alleine in einem Boot fährt. Und deshalb haben wir diese Schlauchboote, wo wir dann eben mit wenigen Betreuern eine große Gruppe auch sicher ans Ziel geleiten können. Das ist der Grund der Schlauchboote. Den Kindern der Ferienfreizeit jedenfalls hat der Ausflug auf der Lahn bestens gefallen. Also ich fand es ziemlich schön und die Aussicht war richtig schön mit den ganzen Bergen und dem schönen Grün überall. Ja, das finde ich auch und was auch total schön war, wir haben so einen Vogel gesehen, der war ganz toll. Und zwischendrin haben wir auch ganz viele Enten und sowas gesehen, die waren total süß. Also ich fand es sehr gut und ich fand es auch toll und ich fand es auch sehr schön, denn... Ja, es macht halt Spaß, mal auf einem Boot zu sein. Und ich war halt noch nie irgendwie auf einem Boot, wo ich dann paddeln muss. Und ich versuche, den Grundstein fürs Segeln zu machen. Also ich fand's gut, vor allem das Wasser. Sehr lange Strecke halt. Alle haben fleißig mitgeholfen, ja. Aber wer jetzt denkt, man paddelt hier einfach nur so vor sich hin, der irrt. Es gehört Teamgeist und Geschicklichkeit dazu, um dieses Abenteuer zu meistern. Wer jetzt mehr über die Strecke und die Termine von den Kanutouren auf der Lahn erfahren möchte, unter www.kanutours.de wird Ihnen weitergeholfen. Erleben Sie doch auch einmal ein Abenteuer auf der Lahn. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.